wird. Also jetzt kein globales Horrorszenario, sondern dass direkt die positiven Lösungen, an denen bereits gearbeitet wird, wachsen und nachher diese Krisen. Ich bin mehr so, ich gucke mehr und filme. Ja, und dann, keine Ahnung, vielleicht hast du ja den Projekt. Alexa, mein Vergnügen. Ich komme aus dem Jahr 2200. Du bist nicht alleine hier. Wir auch? Ihr seid alle aus dem Jahr. Ist wirklich high-tech in 2001. Sind Sie hier, um die Aussteller zu besuchen? Ah, ich bin ein Rafter. Ich bin eigentlich dran. Ich schwimme mal in Zukunftsbilder, die wir hoffen, in 2010 noch weiter schwimmen. Wie groß ist es? Danke sehr. Bitte schön. Vielen Dank. Thank you.
das sein kann, wenn man es eilig hat, möchte was kaufen und ja, alles fertig geworden. Also alles, was fertig ist, jedenfalls sieht gut aus. Aber fahr nur ein bisschen, fahr nur langsam. Hat jemand eine Stoppuhr oder dabei? Oder eine 2 cm Wurfgeschoss? Du weißt ja, dass sie kein Rückwärtsgang ist. Diesen schönen Abend mit der Modellboot-Action. Wir haben hier einige junge und ältere Kapitäne schon am Start. Der Hafendienst, dieses Hafendienstboot möchte ich bitten, doch noch mal ein bisschen die Ufer zu bewässern. Die Frau, die Claudia, und ich habe den Global Cocktail gemacht, so ein bisschen Arbeitsteilung, dass es nicht so heißt, nur die Frauen müssen arbeiten. Und ich habe zwar die leichtere Arbeit übernommen mit dem Global Cocktail, es ist schneller, leichter zu machen. Der Global Cocktail ist mit 12 verschiedenen Obst, Gemüse und Salate. Einmalige Gelegenheit gebe ich Ihnen schriftlich. Gebeten, eine kleine Rede zu halten zu dieser Ausstellung, zu dieser Vernissage. Ich habe vor ein paar Wochen auch die Kugel ins Wasser geschoben. Und da stellt die einzige wichtige Frage, nämlich die, ob wir angesichts der unvorstellbaren Weiten des Kosmos und unserer Verlorenheit in der Zukunft.